Aus dem Panzerbataillon 363 werden knapp 300 Soldaten für die kommenden 6 Monate in Litauen bei der EFP-Mission vor Ort sein. EFP steht hierbei für Enhanced Forward Presence, sodass wir dort vor Ort für 6 Monate eine NATO-Vorne-Präsenz gewährleisten können. Wie werden die Hartheimer Soldaten in Litauen eingesetzt? Was ist dort ihre Aufgabe? Im Kern bleiben wir in dem Auftrag eines Panzerbataillons. Das bedeutet, dass wir sowohl mit unterstützenden Stabselementen und Logistik und Instandsetzung natürlich, aber im Kern mit einer Panzerkompanie, mit dem Kampfpanzer Leopard 2, dort gemeinsam mit multinationalen Partnern uns vorbereiten auf die Verteidigung des Staatsgebiets von Litauen. Das heißt, es wird auch Gerät, es wird Technik mitgenommen aus Hartheim. Sprich, wie viele Leopard-Panzer machen sich da mit auf den Weg? Es werden 16 Leopard 2 Kampfpanzer sein, die neben vielen anderen nationalen wie multinationalen Geräten dann aber den Kern des Gefechtsverbandes bilden werden. Gilt der Verlegungsbefehl nach Litauen auch für Sie selbst? Ja, ich selbst werde der Kommandeur des Gefechtsverbandes und habe die große Ehre, die Kräfte dort führen zu dürfen. Wie gehen Sie persönlich damit um? Sie haben gerade von Ehre gesprochen, trotzdem mulmiges Gefühl oder denken Sie da nicht groß drüber nach, weil es halt zum Job gehört? Naja, natürlich muss man eine entsprechende Seriosität an den Tag legen vor der Ernsthaftigkeit der Aufgabe. Aufregung ist sicherlich bei jedem persönlich vorhanden, aber im Kern haben Sie recht. Das ist unser Auftrag, auf den wir uns jetzt ein knappes Jahr vorbereiten konnten, und das gibt Handlungssicherheit, sodass wir uns da gut vorbereitet fühlen. Litauen grenzt bekanntlich an Weißrussland. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wird in Litauen in Bevölkerung und beim Militär natürlich noch mal ganz anders, nämlich viel bedrohlicher wahrgenommen als hier. Wie ist vor diesem Hintergrund die Stimmung bei den Hartheimer Soldaten, die jetzt dorthin müssen? Gerade vor dem Hintergrund der militärpolitischen Ereignisse in Osteuropa ist die Ernsthaftigkeit hier in allen Köpfen gewiss. Wir wissen um die Wichtigkeit dieses Auftrages, vor allem auch die militärpolitische Dimension. Wir sind ja auf Einladung der litauischen Regierung dort vor Ort, um gemeinsam mit den litauischen Soldatinnen und Soldaten dort in die Verteidigungsplanung eingebunden zu werden. Und das ist natürlich ein sehr großer und wichtiger Auftrag, der in allen Köpfen präsent ist. Inwieweit werden denn die Soldaten betreut? Die verlassen ja auch dann für eine Zeit lang ihre Familien und so weiter. Gibt es da Bedarf von den Soldaten, an wen sie sich wenden können? Also es gibt die sogenannte Familienbetreuungsorganisation. Dort geht es vor allem um die Betreuung der Familienangehörigen von den Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatzgebiet sind während der Abwesenheit. Und das andere Gleis ist natürlich vor Ort, dass wir, wie auch hier in Deutschland, Truppenalltag mit Truppenpsychologen und natürlich einem starken Abdruck der Sanitätstruppe vor Ort sind, sodass, wenn Bedarf besteht, wir den betroffenen Kameraden sofort helfen können. Ist es jetzt in den letzten Tagen oder Wochen schon passiert, dass bei Ihnen im Büro ein Soldat aus dem Panzerbataillon vorstellig wurde, der gesagt hat, also ich komme damit überhaupt nicht klar, ich habe furchtbare Angst, oder ist es gar nicht vorgekommen? Nein, das ist überhaupt nicht vorgekommen. Ich möchte gerne nochmal unterstreichen, dass uns die militärpolitische Dimension dieses Auftrages bewusst ist. Und das hat hier tatsächlich, kann ich nur für uns hier als Pension 363 sprechen, definitiv zu einer großen Motivation beigetragen. Weil die Frage, wofür tut man diesen Einsatz oder wofür müssen Streitkräfte kämpfen und einsatzbereit sein, das können wir uns ja alle glockenklar beantworten mit der Unterstützung unseres NATO-Bündnispartners Litauen.